So, hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge Scum. Mit unserem bezaubernden Izzy und mit mir. Und Izzy sonnt sich noch ein wenig. Sie ist voll und ganz vorbereitet. Denn wir hatten ihr ja versprochen, wir wollen in die große Stadt. Dementsprechend machen wir uns heute auf Tour. Ich denke mal, wir werden den Weg am Schloss vorbei. Hier haben wir die erste Stadt. Wir haben noch eine kleine Stadt. Hier irgendwo müsste auch eine Tankstelle sein. Da können wir dann das Auto eventuell nochmal voll tanken, beziehungsweise die Kanister. Und dann werden wir mal schauen. Hier oben gab es noch irgendwas etwas Größeres. Ich kann es bloß nicht genau identifizieren. Aber wir werden schauen, was es ist. Und wie gesagt, die große Stadt zum Shoppen. Dementsprechend würden wir sagen, viel Spaß bei dieser Folge. Let's go. Come on, easy. Aufstehen, es geht los. Wir haben es dir versprochen. Easy freut sich schon total. Das Auto ist auch bereit. Wir können kurz reingucken. Die Lootkiste ist noch leer. Und unsere Verkaufskiste. Nein, nicht Namen eingeben, Easy. Haben wir quasi noch einige Sachen drin. Und beim Durchschauen. Obwohl, warte mal. Stopp, 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 stopp. Ich habe da gerade was gesehen. Hier. Ein Midi-Waffenholster. Der sollte leer sein. Genau. Moment, wir hatten irgendwo noch ein Buschmann-Messer. Denn wir waren ein bisschen schusselig, wie ihr es bestimmt schon bemerkt habt. Wir haben einige Sachen im Boot vergessen, beziehungsweise in der Kiste. Zum einen den Bogen, den wir vorher immer hatten. Ich meine, gut, dass wir im Loot-Drop letztes Mal noch einen neuen gefunden haben. Und natürlich unser anderes Katana, welches wir durch das, was wir doppelt hatten quasi, oder noch gefunden hatten, ersetzt haben. Seit Easy ist wieder etwas mobil, hat sich auch die UMP 45 eingepackt, inklusive einem Ersatzmagazin. Ansonsten, wie gesagt, brauchen wir jetzt noch hier on Tour 40%. Haben wir denn noch? Was zum Schärfen. Easy, mach langsam, das geht ein bisschen schnell. So, wir haben hier noch einen Schleifstein. Und hier hätten wir auch noch ein 100% Messer. Wir schauen mal. Unser Katana hat ja 100%. Wie gesagt, hier haben wir noch eins. Mann, haben wir jede Menge Katanas hier, ne? Na gut. So. Jetzt kann es losgehen. Easy, bist du fertig? Super. Na dann. Ja, Easy, du musst erst die Garagentür aufmachen. Och, Manu, sagt sie gerade. Ja, ich weiß. Wir hätten ja auch schon mal den Remote Opener bauen können. Aber ich würde sagen, das machen wir auf der Rücktour. Beziehungsweise, wenn wir wieder hier sind. Izzy, was machst du da? Du musst schon auf dem Fahrersitz. Ich fahre heute nicht, du fährst. Hier zu? Genau. Ganz einverstanden ist, dass Izzy jetzt fahren muss, ist er nicht, weil sie dann genau weiß, wir sitzen wieder an der Map. Automatisch heißt das natürlich, wir fahren uns wieder. Nein, Izzy diesmal nicht. Izzy, das warst du jetzt aber. Geht ja schon gut los, die Folge. Ja, rückwärts würde ich sagen, ne? An der Tür hängen geblieben, mitgerissen, wer verletzt. Und diesmal bleiben wir auch auf der Straße. In den letzten Folgen habe ich unsere Wege ja relativ oft rausschneiden müssen oder habe das allgemein getan. Heute machen wir das Ganze mal ein bisschen zusammen. Ich denke mal, das wird den einen oder anderen aufbräunen. Wir schauen, was wir unterwegs so treffen, was wir sehen. Es wird ja eine etwas längere Tour. Weil manche Sachen verpasst man einfach. Wie hier zum Beispiel. Wir können ja einfach mal gucken nebenbei, ne? Uns fehlen definitiv noch Bolzen, diesmal nehmen wir sie auch mit.
Letztes Mal haben sie ja vergessen. Fungizid und Gießkanne. Und Cannabis. Nee, nee, easy. Das ist illegal. Das lassen wir lieber. Wir sind zwar hier schon auf einer Knastinsel, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Kurz gucken können wir ja. Ein Schraubendreher, den nehmen wir gern mit. Kartoffelsamen, nee, nee, jetzt noch nicht. Holz brauchen wir auch noch nicht. Gummistäbel easy. Was machen eigentlich unsere Klamotten? Die Wanderschuhe sind noch gut. Mütze wirst du nicht brauchen. Es ist ja auch warm. Und vielen Dank für den Kommentar. Egal wie warm es easy ist. Der Schal muss anbleiben. Ist mir persönlich nicht aufgefallen, dass der Schal immer noch an war. Natürlich so im Rückblick auf jeden Fall. Aber wir werden es uns merken, um Easy nicht allzu sehr ins Schwitzen zu bringen, würde ich sagen. Des Weiteren gab es eine Brücke geben, gab es auch einige Kommentare zum Thema Folgenlänge. Moment, wir müssen kurz nach links, davon dann nach rechts. Ne? Zum Thema Folgenlänge, wo ihr quasi gebeichtet habt, was eine gute Folgenlänge wäre für euch. Also es war sehr viel dabei, zwischen 30 Minuten und einer Stunde, beziehungsweise 3 Stunden für einen Livestream. Da muss ich aber sagen, momentan Livestreams schwer möglich. Darum gab es auch schon eine ganze Weile keine mehr. Da unsere Internetverbindung manchmal komplett abreißt, warum auch immer, meistens abends, wird das etwas schwierig. Wir können ja nicht 5000 Mal einen Stream starten, oder? So, wo sind wir denn hier angekommen? Easy, steig mal aus. So, wir sind in diesem Bereich. Aber hier waren wir schon mal, oder? Als wir uns den See angeschaut haben. Alles für den Verkauf. Alles für den Verkauf. Und Bolzen. Eine Weihnachtskugel. Diesmal nehmen wir sie mit. Sie, du brauchst sie nicht in den Händen halten. In den Händen halten. So. Ah, was ist denn heute wieder los? Piratenklappe. Kann man verkaufen, muss man aber nicht. Ein Knoblauch, sehr schön. Ein Bierchen. Uli Basco. Übersetzt der Getränkautomat. Keine Ahnung, war ein Spaß. So. Kaffee. Herrlich easy. Kaffee. Das heißt, wenn wir wieder zu Hause sind, werden wir uns einen aufsetzen.
Jetzt ist Izzy glücklich. Ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Herrlich. So, eine etwas größere Stadt ist es, ja. Ich wollte gerade sagen, wir hätten gar nicht so weit fahren brauchen. Natürlich machen wir das örtliche Polizeirevier mit. Moin. Na komm. Wollte doch sagen. Türen können Sie doch öffnen. Wie auch auf diese Tür einprügelt, ne? Hör zu. Moin. Läuft ja schon wieder einer. Wo denn? Ach, von oben. Oh, gleich zwei, das wird lustig. Souverän geleistet. Super easy. Hast du toll gemacht. Von mir aus hast du dir auch einen Kaffee verdient. Aber das Spiel mischt es immer noch nicht. Na gut. So, die Schränke sind auf. Die nehmen wir mit. Ja, auch, wir nehmen eigentlich alles mit. Eine MP5. Und 9mm Munition. Eine AS-Wahl. Ein MP5 Magazin, das ist natürlich toll. Da kommt rein, 9mm. Aber wir haben ja die UMP45 mit. Echt easy. Ganz schlecht. Nein. Werkzeugkiste. Auch nicht schlecht. Und noch ein Katana. Und eine HSF-19, das ist gut. Passt nicht rein? Easy. Passt. Das ist unser Katana. Ach, easy. Genau so verschlüsseln wir unsere Sachen immer. Wenn wir die Werkzeugkiste doch schon einmal hier haben. So, dann machen wir oben die zwei Schränke noch auf.
Eine Block. Drei Schraubenzieher haben wir nur noch. Haben wir den Gelben jetzt aufgebraucht, ja? Okay. Da haben wir quasi die hier nur noch, ne? %68 zu 63. Na ja, gut. Reicht aus. Genug gelootet hier. Verkaufskiste. Natürlich alles, was wir mitnehmen. Der gute Kaffee natürlich. Genau. Weiter geht's. So, wir müssen durch die City durch rechts halten, ne? Am Friedhof vorbei. Diesmal ist sie ohne Fotos, ne? Schauen, ob das nächste Dörfchen, wo wir durchfahren. Aber müssen wir nicht anhalten. Können wir ja gerne auf der Rücktour noch machen, falls wir noch ein bisschen Platz frei haben. In den Motor laufen lassen sollen. Wo wir schon mal da sind. Easy. Aha, okay. Nicht unvorbereitet. Ein Kaffee, easy. Ui, hier hat's einen Großkanister.
Ein Elektrikerwerkzeug. Haben es besser als brauchen. Nicht, dass uns irgendwann die Dietriche ausgehen, ne? Genau. Wie gesagt, zwei Rucksäcke haben wir auch noch mit. Damit wir ganz schnell umwechseln müssen oder können. Was mich allerdings wundert, ich hätte gerade mit ein wenig Zombie-Aufkommen gerechnet. Gerade hier so an der Tankstelle. Ich möchte jetzt rechts lang, Easy. Wir wollten doch mal links lang. Na gut, dann fahr mal. Nein, es war nicht meine Navigation. Diesmal nicht. Diesmal war es Easy's freier Wille. So. Aha, mit freiem Blick auf den Staudamm, ne? Jetzt weiß ich, was du vorhattest. Du wolltest nur ein Foto haben. Na gut. Es kann weitergehen. Da baut sie sich auf, ne? Die große City. Easy. Ich würde sagen, hier gibt es jede Menge Zombies. So, was sehen wir denn als erstes? Baugebiet? Das sieht aus wie eine Art Supermarkt. Snoo, easy. Oh, unverwundbar. Oder doch nicht. Oh, easy, du kannst hier nicht alle Zombies einfach überfahren. Warum nicht, sagt sie. Das ist eine gute Frage, easy. Da laufen auch noch welche. Vorne steht ein Rager. Allerdings wieder mal ohne Türen. Wir benötigen noch die Beifahrertüren vorne und hinten. Aber wie ihr seht, er hätte einen Motor. Supermarket. Naja. Suchen wir mal ein bisschen Lebensmittel, ne, Easy? Schauen wir mal, ob wir fündig werden. Oh, nochmal Kaffee, Easy. Meinen Fertiger wärt ihr lieber, ja? Das wissen wir ja. Money, money.
Für Money Money haben wir gar keinen Platz. Warum nicht? Weil da ein Schraubenzieher drin ist. Aber hier hat ja alles seine Ordnung, ne? Habt ihr schon gehört und auch gesehen. Uns wurde auch angeraten, nicht die ganze Zeit so zu rennen, das macht Krach. Ja, so ein bisschen Jogging. Der andere. Ja. Und da ist ein paar frische Socken, easy. Dann kannst du deine kleinen Stinkerdinger mal ausziehen, wa? Nee, Ketchup brauchen wir jetzt nicht, oder? Eine Banane. Sieht's denn aus, easy? Ja, eine Banane geht. Bringt einen lebenswichtigen Vorrat an Kalium, ja? Und noch mehr Kaffee. Oh, ja, ja, ja. Easy, so viel können wir gar nicht kochen. Du kriegst ja einen Koffeinschock. Lohnt sich definitiv, wenn man Hunger hat hier, ne? Einmal so durch die Regale zu pfeifen. Ein Topf. Ja, wir haben das Auto ja in der Nähe. Wir müssen ja sowieso noch ausleihen. Lohnt ja nicht, durch die ganze City zu fahren. Das heißt, wir können dann zu Hause definitiv schon mal kochen, ne? Irgendwie. So, haben wir alles easy. Geht noch nach oben. Wo geht's denn dahin? Mal schauen. Sie macht doch langsam. Lass nicht so rennen, wir haben Zeit. Ja. Toiletten. Wieso, Easy, musst du? Nein. Nee, nee, die Brause behalten wir heute. Noch mehr Toiletten. Das Büro vom Chef, oder? Vom Marktleiter. Man kann immer gucken, wann die Angestellten kommen. Der Schulungsraum.
Wie verkaufe ich einen Dietrich? Kunde sagt nein. Was machst du? Wir fragen den Chef. Wir standen schon unter Beobachtung. Wir sehen unser Auto. Einen Schlagring. Den haben wir auch noch nicht gefunden hier vorher, ne? Ah, nee. Hier ist das Büro vom Chef. Damit er die Mitarbeiter überblicken kann. Wie, sie kann sich da ausruhen? Nee, leider nicht. Könntest du Runde daddeln auf vier Bildschirmen? Das wird lustig. Füllen. Was können wir denn füllen? Haben wir was leer? Ach, unsere Wasserflasche. So, alles voll, würde ich sagen. Genau. Na dann easy, weiter geht's. Fahrstuhldefekt easy. Das wird nichts. Wir müssen die Treppe nehmen. Tja, aber der Geldautomat funktioniert, ne? So, ist safe. Haben wir den auch mal wieder benutzt? Die Frage ist, was brauchen wir jetzt? Das ist die Verkaufenkiste. Wir brauchen die Lootkiste. Easy ist wieder warm. Diesmal müssen wir das aber ein bisschen im Blick behalten, ne? Nicht, dass sie uns wie letztes Mal fast umkippt. So, packen wir ein bisschen zusammen. Genau. Wir gucken mal. Eine Batterie, kein Alternator, aber ein Motor. Ein paar Sitze. Ein Rad. Wäre eh zu wenig, ne? So. Easy ab auf der Baustelle oder was wollen wir machen? Bei der Tankstelle anhalten, ob das so eine gute Idee ist. Aber sie sagt, es ist ein schattiges Plätzchen, dann wird das Auto nicht so warm. Mit Blick auf Plattenbausiedlung.
Und wieder kein Kaffee. Ich schwör's euch, irgendwann dreht Easy durch. Oh, es hat einen Haufen Ersatzteile hier. Noch mehr. Wie sieht es eigentlich aus mit Verbände, Easy? Na, ein paar Hammer. Was los? Easy hat sich gerade entschieden, hier zu bleiben. Sie sagt, wir machen jetzt noch zusammen die Tankstelle leer. Und dann setzt sie sich erstmal eine Runde in den Schatten, ein bisschen abkühlen. Ist okay, Angelhaken. Im Müll, wer schmeißt denn sowas weg? Nicht so aggressiv. Ja, ihr ist extrem warm, sagt sie. Dann würde ich sagen, Easy, ruh dich wieder mal ein bisschen aus. Wir sind quasi offiziell in der großen City angekommen. Oben in D3. Dieser Bereich, da starten wir. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, seid ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei. Wir bedanken uns ganz herzlich fürs Zuschauen und sagen liebevoll Bye-bye. Bis bald.